Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das ist eine kleine kurze Infofolge, denn heute Abend ganz spontan ist es soweit, so spontan, dass ihr jetzt immer noch Zeit habt, euch darauf vorzubereiten, denn es ist angekündigt die Legendary Dinner Hour. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll. Dinner ist ja eigentlich so wie Abendbrot, aber die Abendbrotstunde, die legendäre Abendstunde vielleicht. Andere sagen einfach nur, die legendäre Raid-Stunde ist zurück. Aber da ist ja das Dinner nicht drin und da weiß man auch nicht, ist das jetzt mittags oder abends, denn das andere war ja die legendäre Mittagspause. Und jetzt geht es also um die legendäre Abendstunde. So nennen wir es einfach mal. Von 18 bis 19 Uhr, 5er Raids an fast allen Arenen. Wenn dann ein X-Raid dran ist oder eine Einladung raus ist, dann natürlich nicht. Und wenn da jetzt schon ein anderer Raid vorher auf war, dann auch nicht. Die Erfahrung hat aber gezeigt, wenn, sagen wir mal, 17.30 Uhr ein Raid aufgegangen ist, der ging er dann bis 18.15 Uhr und dass direkt 18.15 Uhr dann auch ein 5er Raid da gespawnt ist, sodass ihr also auch nach 19 Uhr noch die Zeit hättet, einen Raid zu machen an den Arenen, die erst danach das 5er Ei erhalten haben. Das ist natürlich sehr interessant, denn beim ersten Mal, als das mit der Mittagspause war, war ja Giratina in den Raids und das hat jetzt nicht so geschockt. Da haben wir, glaube ich, nur 2 Stück gemacht. Einfach einen Doppel-Raid, weil die nah beieinander gelegen haben. Und letztens kam das ja eben nicht zur Mittagspause, sondern dann eben auch zur Abendstunde von 18 bis 19 Uhr. Ganz spontan, da war der Iswo aber da und wir waren gerade auf dem Weg in die Werra und haben uns da reingehangen mit die dicken Bierbäuche und so ein bisschen abgekühlt. Da war es dann aber wirklich so, dass an jeder Arena einfach ein Raid war, gerade als Latios da war und man das auch als Shiny fangen konnte. Das hätte sich natürlich mehr gelohnt als Giratina. Das haben wir aber verpasst, da haben wir gar nicht mitgemacht. Aber heute ist das Ganze nochmal da mit 5er Raids, 18 bis 19 Uhr mit Groudon. Und das ist eigentlich richtig krass, denn Groudon immer noch eins der coolsten Pokémon. Nicht nur vom Aussehen, das guckt immer so wie das wie Nessie von den Simpsons, falls ihr das nicht kennt. Die Folge, wo das Monster von Loch Ness mitgespielt hat, das hat auch so einen doofen Blick drauf. Und die Zähne dazu so und guckt immer. Und nicht nur Groudon, also dass das richtig cool aussieht, es ist auch noch richtig stark, kommt auf über 4000 WP, ist der beste Bodenangreifer im Spiel. Soweit ich weiß, kann natürlich auch mit Solarstrahl effektiv eingesetzt werden gegen Wasserviecher oder sonst was. Kyogre Raids haben wir damals auch immer mit Groudon gemacht. Ist eigentlich total Schwachsinn, weil Kyogre gegen Groudon ja effektiv ist, aber wir haben damit Solarstrahl zurückgeboxt. Das hat es nicht erwartet. Und zusätzlich könnt ihr es natürlich auch als Shiny bekommen. Und wenn ihr am Tag so ein, zwei Raids vereinzelt macht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, als wenn ihr in der legendären Abendstunde euch einfach mal 5, 6, 7, 10, 12 Raids vornehmt mit einer großen Gruppe und schaut, ob ihr einen Shiny dabei habt, ob ihr einen 100er dabei habt. Also da kann man richtig reinknüppeln, Glücksei an, Erfahrungspunkte mitnehmen, den Sternenstaub-Event-Zeugs noch nutzen nebenbei. Läuft ja auch noch. Und ja, dann hoffe ich mal, dass die Community mitspielt. Also bei Groudon würde ich auch mal rausgehen, würde auch ein paar Raids so machen. Wie gesagt, Giratina hat nicht so geschockt, Latios verpasst. Aber Groudon ist ein klasse Ding, klasse Teil. Da würden wir sehen, dass wir vielleicht die Stunde voll nutzen, von einem Raid zum nächsten laufen, fahren, wie auch immer. Je nachdem, wie die Gruppe sich einigt, ein paar mitnehmen und mal gucken. Vielleicht haben wir dann morgen eine Folge für euch, wo wir was davon zeigen, ob heute noch was passiert ist, ob nichts passiert ist, wie viele Raids wir gemacht haben. Und natürlich auch die Frage an euch, werdet ihr teilnehmen? Habt ihr eine Gruppe zusammengestellt? Geht ihr raus? Nehmt ihr Groudon mit oder habt ihr kein Interesse mehr? Habt ihr schon genug Groudon und Shiny Groudon auf der Hand? Später heute soll es eigentlich auch noch die Raider-Mittwoch-Folge geben, die kann ich aber jetzt noch nicht filmen. Und ja, ist ja jetzt erstmal mittags. Wie gesagt, später dann vielleicht die Raider-Mittwoch-Folge und heute die legendäre Abendstunde. Und dann ist der Tag schon wieder voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben besser machen. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend nochmal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.